man lieben Schafe. Ich werde oft... Ich werde oft gefragt, Hochwürden, was geschieht eigentlich nach dem Tode mit der Seele? Und dann sage ich immer, die Seele geht auf eine lange Reise. Und irgendwann kommt sie in einem großen Wartezimmer an, wo schon viele andere Seelen sitzen und warten, an diesen bunten Resopaltischchen mit alten Galaheften und Super Illo. Und irgendwann wird jede Seele zu Gott reingerufen und dann bezahlt Gott einen erstmal, denn das Leben ja, die Botschaft des Herrn ist heiter. Denn das Leben war Arbeit. Kriegt jeder denselben Stundensatz, 7,50 Euro, den Mindestlohn. Dann sitzt man in einem Riesenhaufen Schotter. Und dann nimmt Gott das Sündenregister. Und dann wird zurückgezahlt. Für jede Sünde. Einmal gelogen, 10 Euro. Zu laut gelacht, 20 Euro. Geklaut, 50 Euro. Körperverletzung, 20.000 Euro. Schwarzkohle in Liechtenstein gebunkert, zur Handlungssache. Selbstbefriedigung, 50 Cent. Ja, es klingt wenig. Aber es läppert sich. Und wenn das Geld reicht, um die Sünden zu bezahlen, dann kann man im Himmel bleiben. Denn nicht wird man wiedergeboren. Das ist wie nach dem Urlaub zurück zur Arbeit. Und das ist mein Albtraum, diese Vorstellung. Bin gestorben, stehe vor Gott, wir haben die Abrechnung gemacht und mir fehlen 50 Cent.